Ja, zum Abschluss wollen wir uns ein etwas vernünftigeres Problem anschauen. Das ist nicht eins von diesen Spielzeugproblemen, sondern wir wollen uns tatsächlich mal das Problem der Computertomographie anschauen und uns zumindest mal überlegen, wie eine Lösung aussehen könnte. Und wir wollen das zunächst modellieren. Das ist als erstes, wollen wir uns das Problem als solches angucken. Dann wollen wir das Ganze modellieren und dann wollen wir uns eine Möglichkeit anschauen, das tatsächlich auf dem Computer zu lösen. Zunächst mal bei der Computertomographie geht es darum, Aufnahmen des Körpers zu machen. Im Grunde ist es eine Variante des ganz normalen konventionellen Röntgen. Und Sie sehen hier, das ist eine ganz normale Röntgenaufnahme des Thorax. Und Sie sehen hier vorne an der Stelle, da ist ein mögliches Problem. Da ist das irgendwie so eine Verschattung. Da ist es insgesamt ein bisschen heller. Und die Frage ist, was ist das und vor allen Dingen auch, wo ist das? Also wir wüssten gerne, wie sieht dieses komische Ding, was wir da sehen, wie sieht das eigentlich tatsächlich aus? Insbesondere auch, wo befindet es sich eigentlich im Körper? Wir wissen also irgendwie, es liegt jetzt ja zwischen dem Röntgenapparat und dieser Stelle, die wir da vorne sehen, aber wir wissen nicht genau, in welcher Tiefe des Körpers es tatsächlich ist. Das wollen wir gerne wissen, wo sich das befindet. Und offensichtlich ist das nicht möglich, das alleine nur aus dieser einen Aufnahme zu ermitteln. Also brauchen wir offensichtlich mehr als diese eine Aufnahme. Und eine Idee dazu ist tatsächlich uralt. Und das wollen wir uns auf der nächsten Folie mal angucken. Das enthält jetzt Videos. Ich weiß nicht, wie gut die dann hinterher rüberkommen. Ja, da ist er. So, und ich lasse das Video mal laufen. Ich hoffe, Sie haben irgendwas davon. Technisch ist eine moderne Kinoapparatur so durchgebildet, dass der Patient in jeder Körperlage untersucht werden kann. Durch Drehen der Patienten wird dabei ein plastischer Eindruck hervorgerufen. Ja, also diese uralte Idee ist also, man hängt einfach den Körper vor den Röntgenapparat, lässt die Röntgenquelle die ganze Zeit über mitlaufen. Ich möchte nicht wissen, was sie damals für eine Röntgenbelastung tatsächlich mitbekommen haben. Und auf diese Weise erzeugt man viele Bilder, ganz viele Röntgenbilder, ganz viele Ansichten des Körpers. Und naja, der Kopf, die Augen sind offensichtlich clever genug, dann aus diesen vielen Bildern, die man dann hat, einen dreidimensionalen Eindruck zu bekommen. Das heißt tatsächlich, man bekommt einen Einblick in den Körper, dreidimensionalen Einblick in den Körper hier sogar. Und naja, im Grunde ist das eine ganz vernünftige Idee. Bis auf die Tatsache, dass die Strahlenbelastung wahrscheinlich enorm. Okay, wir wollen das Ganze jetzt mathematisch machen. Das heißt, wir wollen im Grunde ein dreidimensionales Bild des Körpers darstellen und diese dreidimensionale Ansicht, die wollen wir gewinnen aus vielen Röntgenbildern. Und dass das tatsächlich das ist, was die CT-Geräte tun, das möchte ich Ihnen ganz kurz hier zeigen. Ups. Na. Ich komme jetzt hier nicht auf die nächste Seite. Oder komme ich doch? Doch, ich komme auf die nächste Seite. Und das ist so ein typischer Tomograph. Ich weiß nicht, viele von Ihnen werden schon mal drin gelegen haben. Und das Ding hier ist jetzt geöffnet, sodass man mal sehen kann, was in diesen Apparaten tatsächlich passiert. Hier vorne ist die Röhre, durch die tatsächlich dann eine Person durchgeschoben wird. Und hier sind so drehende, ja, tatsächlich drehende Röntgenröhren und drehende Röntgenaufnahmegeräte, Röntgenmessgeräte, die sich um den Patienten herum drehen und auf diese Art ganz viele Aufnahmen des Körpers machen. Im Grunde ist die Idee genau dieselbe wie vorhin, nur dass man jetzt nicht mehr den Körper dreht, sondern was man tut, ist, man dreht den ganzen Röntgenapparat um den Körper herum. Und grundsätzlich ist auch das wieder fähig. Ah, Sie sehen, und tatsächlich dreht das mit sehr hoher Geschwindigkeit, ist dadurch in der Lage, sehr, sehr viele Aufnahmen zu machen. Und
Die gute Frage ist, wenn das so schnell dreht, wie ist man dann eigentlich in der Lage, die Bilder daraus zu kriegen? Das ist tatsächlich ein großes Problem. Also wir werden uns hier nur um die Mathematik kümmern und eigentlich ist das das kleinste Problem. Da gibt es alle möglichen ingenieurmäßigen Probleme, die man dabei bekommt. Was da genau passiert, das werden wir uns hinterher nochmal im Modell ein bisschen genauer anschauen. Aber was wir uns hier vielleicht merken sollten, im Grunde, was ein Tomograph tut, ist, er macht zunächst mal ganz viele Röntgenaufnahmen des Körpers. Und was wir machen wollen, ist, wir wollen die zu einer 3D-Ansicht zusammenfassen. Okay, dann versuchen wir mal, ob ich auch noch mal auf die nächste Seite komme. Ja, das geht tatsächlich. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Ah, da haben wir für die Schüler mal etwas gemacht und wir haben mal ein Ü-Ei in so ein CT-Gerät gelegt und haben dann raten lassen, worum es sich dabei handelt und wir haben das hier in einem Siemens Kleintier-Tomographie-Gerät gelegt und haben tatsächlich mal so ein geschlossenes Überraschungsei einfach hier reingelegt, verschiedene Ansichten davon gemacht, verschiedene Ansichten erzeugt und das ist so typische Bilder, die so ein Tomograph liefert. Sie dürfen jetzt raten, was für eine Figur da tatsächlich drin war in diesem Überraschungsei. Hier schon mal, das ist so ein Längsschnitt, ja, also hier vorne, da sehen Sie das hier vorne ist die Schokolade. Ups, das hier vorne ist die Schokolade. Das hier vorne ist diese gelbe Umrahmung, ja, dieses Plastikei, was da drin ist. Hier vorne, das ist offensichtlich die Figur. Und wenn Sie das hier vorne sehen, was könnte das sein? Das ist tatsächlich die Anleitung. Ja, Sie sehen also wirklich hier so eine dreidimensionale Ansicht dieses Überraschungseis. Ja, hier in der einen Richtung, hier in der anderen und hier in zwei anderen Richtungen. Okay, ich denke, Sie können sehen, was das ist. Das ist ein Affe. Und genau. Ja, also das ist auch aus dem geschlossenen Ei heraus tatsächlich einfach extrahiert. Ja, das heißt also, wir können wirklich aus dem geschlossenen Ei exakt diese Figur herausziehen. Dasselbe haben wir nochmal gemacht. Dasselbe Ding wie vorhin. Ja, also hier die Schokolade. Hier diese gelbe Umrahmung, dieses gelbe Ei, hier vorne das Papier und hier die Figur oder das Modell, was da drin ist. Und ich glaube auch in diesem Fall ist es nicht besonders schwierig. Das ist ein Auto. Ja, und auch hier wieder aus der geschlossenen Verpackung haben wir dieses dreidimensionale Modell tatsächlich dann entnehmen können. Ja, das heißt also wirklich, man kann das hier sehr gut machen. Okay, ich wollte Ihnen noch ein bisschen genauer erklären, wie das Ganze funktioniert. Also wir haben jetzt schon gesehen, es werden ganz viele Röntgenbilder eines Körpers gemacht. Und das wollen wir jetzt nochmal eben für uns festhalten. Wir haben im Grunde eine Röntgenquelle hier oben. Das ist das konventionelle Röntgen. Röntgenquelle, Person dazwischen. Auf der anderen Seite steht ein Röntgendetektor, klassisch. Einfach einen wirklichen Film, also einen Negativfilm. Und heutzutage wird dieser Detektor im Allgemeinen dann ersetzt, insbesondere in der CT, ersetzt durch elektronische Messinstrumente, die das Bild aufnehmen können. Und das ist eben das, was wir dann daraus gewinnen können. Diese Eindimension und diese Röntgenbilder, bei denen die Tiefe komplett verloren gegangen ist. Machen wir viele Aufnahmen, dann sind wir in der Lage, daraus ein Schnittbild zu berechnen. Also ein dreidimensionales Bild hier, so im Allgemeinen zeigt man zunächst mal Schnittbilder. Das heißt, die sehen wirklich genauso aus, als hätte man den Körper in der entsprechenden Höhe durchgeschnitten, oben den oberen Teil abgehoben. Wenn Sie dann drauf gucken würden, dann ist das, was Sie hier sehen, genau das, was Sie hier sehen, ist genau das, was Sie sehen würden. Okay, gut. Jetzt ist es offensichtlich
nicht möglich, dass wir das genau aufnehmen, was wir gerade gesehen haben. Ja, die einzige Möglichkeit, das so aufzunehmen, wäre, mich tatsächlich hier oben abzuschneiden, abzuheben und mal ein Foto davon zu machen. Diese Bilder sind alle tatsächlich mathematisch erzeugt. Und so ein typisches Sinogramm, also das, was dieser Tomograph tatsächlich aufnimmt, das sehen Sie tatsächlich hier. Das heißt, das ist eigentlich das Bild, das aufgenommen wurde. Und naja, aus diesem Bild müssen wir das Bild, was wir gerade gesehen haben, dann tatsächlich erzeugen. Und wir werden sehen, dass es gar nicht mal so schwierig ist. Und das Einzige, was wir dazu wirklich brauchen, ist die Lösung von linearen Gleichungssystemen.